Parteitag in Deutschland. Das ist großartig. Absolut. Aber es ist irgendwie eine ganz schwierige Wahl. Wir haben Umfragen selber gemacht. Darin sagt ungefähr jeder dritte Deutsche, er wird eher ein Kompromiss als aus voller Überzeugung. Das ist wohl nicht immer so. Woran liegt es? An den Kandidaten, an den Themen, an Angela Merkels Weggang? Am Ende ist es natürlich immer eine Kombination von allem. Ich meine, es war der volatilste Wahlkampf, den wir überhaupt je gesehen haben. Alle Parteien waren mal vorne, ne? Zu Beginn die CDU, dann schlussendlich die Grünen, die nach oben geschnellt sind und dann aber langsam, aber sicher immer wieder Olaf Scholz, der sich rangerobbt hat und am Schluss natürlich auch in die Führung gegangen ist. Insofern, ich meine, man darf nicht vergessen, es ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Republik, dass der amtierende, die amtierende Kanzlerin nicht mehr auf dem Stimmzettel steht. Insofern, glaube ich, ist natürlich auf der einen Seite ein Aufbruch in was Neues, auf der anderen Seite aber ein Wunsch nach Kontinuität, Stabilität und auch Sicherheit. Und ich glaube, genau das wird heute dann auch sortiert. Es gibt aber so viele unentschlossene Wähler, hat man das Gefühl, und wenn man den Umfragen Daumen schenken mag, wie nie zuvor. Woran liegt das deiner Meinung nach? Eben, weil es so eine große Auswahl gibt, weil man die vielleicht noch nicht kennt, weil man es noch nicht einschätzen kann. Ja. Was ist es? Oder die Unzufriedenheit mit allen? Wahrscheinlich auch da wieder, ich will es nicht sagen, aber es ist wahrscheinlich eine Kombination aus allen. Ne? Ich meine, in den letzten Jahren, 16 Jahre, war es immer wieder die Bundeskanzlerin, die auch immer gesagt hat, sie kennen mich. Alle wussten genau, woran sie sind. Und dementsprechend Annalena Baerbock, zu dem Zeitpunkt, als sie auch ihre Kandidatur gestartet hat, da war sie ja noch komplett unbekannt. Auch Olaf Scholz hatte nicht die Bekanntheitswerte, die ein sitzender Kanzler oder eine sitzende Kanzlerin hat. Und dasselbe gilt natürlich auch für Armin Laschet. Insofern, wir mussten die Kandidaten erst mal kennenlernen. Und schlussendlich, glaube ich jetzt, unentschlossene Wähler, das ist ein Trend, den wir nicht nur in Deutschland, aber auch international sehen, dass die Leute sich später und später und später entscheiden. Insbesondere dann, wenn es natürlich auch so ein knappes Rennen ist. Aber wird denn das auch wirklich heute alles neu sortiert? Das Problem ist ja, man weiß überhaupt nicht, wen man bekommt, welche Koalition. Ja. Wenn es knapp wird, weiß man dann nicht mal, wer Kanzler wird bei einem knappen Ergebnis. Ja. Und ja, aber das Wichtigste, wer regiert mit wem? Wie schwierig wird das ab heute Abend, diese Koalitionsverhandlung? Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, wie dann die Balken auch um 18 oder dann um 19, 20 Uhr, wenn auch die ganzen Briefwahlstimmen auch ausgezählt sind. Sehr wichtig, ja. Wichtiger Punkt, ob wir schon 18 Uhr wirklich ein Ergebnis haben. Aber ich glaube, das wird unheimlich spannend sein. Wie groß wird die Differenz auch zu 2017 in den Balken sein? Wie stark geht die CDU nach unten? Wie stark geht die SPD nach oben? Dementsprechend, es wird wahrscheinlich auf eine Dreierkonstellation rauslaufen. Wir haben es schon oft hier gesagt. Und dann ist natürlich die Frage, wird es eine Dreierkonstellation geben? Wird es eine Viererkonstellation geben, wenn es Richtung Jamaika geht? Weil ja die CSU auch noch mitspielt. Das heißt, diese Koalitionsverhandlungen, die Sondierung davor, das wird unheimlich schwierig sein, dort alles dann wirklich miteinander zu vereinen und dann eben auch eine Parteilinie rauszubekommen, die ja auch die ganzen 4 Jahre, die ganze Legislatur auch halten muss. Es könnte auch besonders schwierig werden, alle Gewählten unterzubringen. Uns droht der größte Bundestag aller Zeiten. Wie problematisch ist das? Und ich muss da noch zwischenschieben. Ich erinnere mich, wir sprechen bei fast jeder Bundestagswahl genau darüber, über diese Problematik, dass es angegangen werden muss, aber es nicht geschieht. Ja. Warum nicht? Nee, es gibt ein paar Gründe. Das eine ist natürlich, wenn man das Ganze reformieren will, braucht es natürlich Mehrheiten. Alle haben natürlich aber auch gleichzeitig Interesse, im Bundestag mit drin zu bleiben. Niemand will seinen eigenen Sitz auch rausstreichen. Ich war letzte Woche mit einer Schulklasse im Reichstaggebäude und wir saßen wirklich oben drin in der Kuppel und haben dann auch runtergeschaut. Und ich weiß gar nicht, wo diese ganzen Stühle noch rein müssen. Muss man die oben auf die Besuchertribüne, auf die Pressetribüne dann auch mit draufpacken? Aber vielleicht können wir hier noch ein paar Leute unterbringen. Aber ich meine, schlussendlich, wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland. Und was das Ganze bedeuten würde, dass wir natürlich die Wahlkreise deutlich größer schneiden würden und schlussendlich irgendwann dann 350.000 Wählerinnen und Wähler dann auch in einen Wahlkreis reingeschnitten werden würden. Und ich glaube, das wird einfach dazu führen, dass die Leute noch mehr Distanz zu den gewählten Repräsentanten bekommen würden. Ich glaube, das ist nicht in unserem Interesse. Und gleichzeitig, es kann nicht immer noch größer und noch größer und noch größer werden. Und teurer vor allem eben auch. Ja. Unser Geld, das Geld der Wählerinnen und Wähler. Aber lass mich vielleicht noch einen Punkt sagen, weil es mir einfach wichtig ist. Ich habe in den letzten Wochen so viele Freiwillige gesehen, die immer wieder rausgegangen sind. Die ganzen Wahlkämpfer, die überhaupt nicht die glamourösen Posten hatten und auf den der Tribünen standen und so weiter, sondern die nachts Plakate geklebt haben, die immer wieder alles gegeben haben. Und ich finde, wir müssen die heute auch einfach mal feiern. Wir würdigen wir feiern sie. Und zwar von allen Parteien. Von allen Parteien, das ist mir ganz wichtig. Ich habe die häufig spät abends gesehen, bei Regen, die ganze Zeit. Ja. Mit den Kabelbindern. Ja. Und es ist kein Glamour, aber es ist ein großer Teil unserer Demokratie. Julius Vandela, ganz herzlichen Dank für die Analyse und auch nochmal diesen wichtigen Zusatz bei uns im Studio. Und Julius Vandela hat es gesagt, der Reichstag, der platzt aus allen Nähten möglicherweise. Aber da wollen Sie ja alle rein, die sich bewerben um die Sitze im Bundestag. Es wird gewählt. Nach wie vor, wir halten Sie live mit allem Wichtigen auf dem Laufenden hier bei Welt. Bleiben Sie dran. Bis gleich.